5 wichtige Aufgaben, die wir im Juli im Garten erledigen, sofern du meinen Garten hast. Selbstverständlich berufe ich mich auf Tätigkeiten, die ich jetzt gerade bei mir im Garten habe. Nichtsdestotrotz wird es bestimmt bei dir auch Kulturen und Aufgaben geben, die du auch gerade machst. Bei diesem ach so herrlichen und wunderbaren sonnigen Wetter, schön den ganzen Tag durchgeschwitzt, jetzt dieses Video aufnehmen. Und da braucht ihr euch nicht wundern, warum ich jetzt schon wieder so ausschaue mit Muskelshirt und schlechten Haaren und nicht mit einem Anzug. Produktiv in der Hitze gearbeitet, Vitamin D gesammelt, damit meine Speicher auch für den Winter gefüllt sind. Natürlich war alles oberkörperfrei. Das in dem Video mache ich nur für euch, weil sonst wieder einige einen Film schieben, warum ich dann oberkörperfrei meine Videos drehe. Gehen um das Aussehen soll es ja heute nicht gehen, sondern um die Inhalte. Und wir fangen gleich hier bei den Gurken an. Dieses Wetter ist schon wirklich anspruchsvoll, zeitweise sehr kühl, recht feucht, sehr viel Schnecken, die jetzt bei mir gar keine Probleme mehr machen, alles wächst wunderbar, aber die Gurken, die leiden trotzdem sehr stark dran, sehr feucht, hohe Luftfeuchtigkeit und sehr kühl, ist jetzt eine super Grundlage für den falschen Mehltau, den auch hier einige meiner Gurkenpflanzen bekommen haben, auch den richtigen Mehltau. Den habe ich bekommen beim richtigen Mehltau. Da habe ich dann Natronpulver genommen. Ich habe auf 1 Liter 2 Esslöffel Natron genommen und das hat dann verrührt und dann unten und oben das Blatt komplett durchgesprüht und das auf der ganzen Pflanze. Beim falschen Mehltau, das Natron sorgt zum Beispiel dafür, dass beim richtigen Mehltau die Pilzsporen austrocknen und bei dem richtigen Mehltau, den erkennt es halt daran, dass halt so ein weißer Flaum oben drauf ist und der falsche Mehltau ganz anders, da werden dann die Blätter langsam so gelblich. Für den falschen Mehltau kannst du Knoblauchsud nutzen oder Ackerschachtenhalmsud. Ich habe schon bei mir den Knoblauchsud genutzt, weil ich schon die ersten Knoblauche bei mir ernten konnte. Und da lohnt sich gerade super dafür, weil ich esse keinen Knoblauch, verkaufe den meisten eigentlich. Und dafür lohnt er sich für mich am besten, halt gegen den falschen Mehltau vorzugehen. Habe da 3 kleinere Zehen genommen, die aufgeschnitten. Und dann in kochendes Wasser eingelegt und das wird jetzt so ungefähr eine Stunde ziehen gelassen. Fülle es dann um, tue das noch mal ein bisschen verdünnen auf mein 5 Liter Sprühgerät und werde dann von unten und nach oben die ganze Pflanze besprühen und das eine einige Zeit lang machen, damit der falsche Mehltau sich nicht gut ausbreitet und natürlich auch die guten Bedingungen schaffen. Kann jetzt nicht so viel beeinflussen, wie warm es jetzt gerade dann wird. Sollte schon gut ordentlich 30 Grad sein, aber die kommende Woche soll es schon wieder so runterkühlen und feucht sein. Wie gesagt, ist ein anspruchsvolles Jahr wieder mal. Da zeigt sich, wer Profi ist und wer nicht. Sonst bei den Gurken ist dann auch wieder Zeit, so ein bisschen auszugeizen. Die Triebe wachsen auch ordentlich. Ich möchte sie alle nur eintriebig kultivieren. Genauso wie im Gewächshaus werde ich es dann auch machen, damit ich eine bessere Übersichtlichkeit habe, die Früchte auch besser werden. Ich habe ja auch ein extra Video gemacht, wie man die Gurken richtig pflegen sollte, warum man jetzt diese Übersichtlichkeit haben soll, damit sich auch zum Beispiel der Mehltau nicht so stark ausbreitet. Und die Gurken, die tragen auch schon wunderbar, konnte jetzt schon die letzten Tage einiges ernten. Und da ist auch wichtig, dass man die Gurken am Anfang, die recht jungen, schon wegerntet, damit die Gurke noch mehr Blüten produziert, damit du noch eine größere Ernte hast. Wenn die mal zu lange hängen bleiben, Gurke dann eventuell in eine Samenproduktion und dann kann es schon sein, dass die Produktion von der Gurke endet und sie deshalb auch abstellt. Deshalb immer regelmäßig ernten. Im Folientunnel kultiviere ich die Gurken ja auch eintriebig an Tomatenhaken, versuche, wenn dann oben angekommen sind, wieder abzuleiten. Das heißt dann, dass sie dann unten am Boden liegen werden und dann die großen Blätter dann am Boden liegen. Möchte ich nicht, dass ich da eine Grundlage für Pilzsporen wieder ist. Das heißt, die größeren Blätter werde ich dann wieder entfernen. Und auch wenn die Gurken bei mir vielleicht ein bisschen manchmal zu eng wachsen, versuche ich auch die größeren Blätter zu entfernen. Natürlich nicht alle, weil die Gurke die Blätter auch braucht für Photosynthese. Das ist ja wichtig, damit die Früchte auch einen ordentlichen und leicht süßlichen Geschmack bekommen. Damit du auch gute Früchte bekommst, ist es auch sehr wichtig, die Gurken regelmäßig zu gießen, damit sie nicht zu viel Stress haben, weil die Gurken dann sonst bitter werden, wenn sie dann zum Beispiel einen Stress haben, weil sie zu wenig gegossen worden sind. Deshalb besonders in den Hitzetagen im Sommer jeden zweiten Tag durch meine Gurken gießen. Die Tomaten haben gerade ähnliche Bedürfnisse. Ich konnte schon Ende Juni die ersten 4 Cherry-Tomaten ernten. Waren wunderschön süß. Bei den Tomaten ist es so, dass ich die ersten unteren Blätter schon entfernt habe bis zur ersten Rispe, weil die Blätter dann meistens am Boden schon lagen oder nicht ganz so gut ausgesehen hatten. Und das ist halt genau wie bei der Gurke.
die Pflanze braucht die Blätter, um Photosynthese zu machen, braucht die Tomate auch ihre Blätter für die Photosynthese. Deswegen halt nur bis zur ersten Rispe, weil wegen der Photosynthese wird Zucker gebildet und der soll ja auch in die Früchte reinkommen. Deshalb werde ich nicht ganz so stark die Tomaten entblättern. Manche schauen in Social Media ziemlich verkrüppelt aus, aber ich werde meine Tomaten immer eintriebig kultivieren, vor allem vor den Tunneln, weil ich sie da ein bisschen enger habe und da einfach ausgeizen, damit die Pflanze einfach ein bisschen luftiger hat, nicht zu eng wird und die Geiztriebe vielleicht ein bisschen stören. Ich habe schon ein paar Probleme mit Braunfolie bei einigen Pflanzen im Freiland und das soll jetzt nicht unbedingt im Gewächshaus passieren. Ist der Wahrscheinlichkeit jetzt momentan sehr gering, aber ich möchte halt jetzt nicht so viel buschig haben und ich möchte auch große Früchte haben. Beim Gießverhalten bin ich bei den Tomaten etwas sparsamer, einfach aus dem Grund, dass die halt Tiefwurzler sind und die sollen halt sich das Wasser von unten rausholen. Und wenn ich sie halt die ganze Zeit gieße, dann sind sie halt ein bisschen faul und bilden halt die Wurzeln nicht nach unten. Wozu denn auch? Denn die haben halt in den oberen Schichten alles, was sie benötigen. Keinen Grund halt, die Wurzeln so tief rauszusetzen. Kann aber sein, dass wir vielleicht nochmal dürre Wochen bekommen und ich nicht genug Wasser habe. Dann ist halt immer wieder schön, wenn die Tomaten sich durch die tiefere Schicht super versorgen können und ich sie vielleicht nur alle 2 Wochen oder jeden Monat einmal ordentlich gießen muss. Das ist halt auch immer wichtig, wenn man halt die Pflanzen dann gießt, dann auch wirklich einmal richtig ordentlich und nicht immer ein bisschen, weil dann ist man auch mal hinterher mit dem Gießen. Die Pflanzen machen richtig schlapp und sowas, bilden nicht so richtige tiefe Wurzeln aus. Deshalb einmal ordentlich gießen, damit das Wasser auch ein bisschen tiefer runtersickert, damit die Wurzeln auch dorthin wachsen. Vielleicht hast du auch Olas eingegraben, damit du halt gleich direkt in die Erde, in die Wurzelnähe gegossen hast. Manche tun noch ein paar Flaschen rein oder Töpfe. Alles wunderbar, einfach, dass halt das Wasser jetzt nicht durchs Mulchmaterial verschwendet wird, dass es da noch durchsickern muss, sondern direkt an die Pflanzenwurzeln, wo es hingehört. Vorher habe ich ja erwähnt, dass ich meinen Knoblauchsuppe, meinen eigenen Knoblauch hergestellt habe. Ich habe jetzt schon die ersten Knoblauchknollen geerntet, genauso wie Zwiebeln, weil die schon etwas reifer waren oder es einfach zu eng war und ich wollte nicht, dass die Knollen zum Beispiel verschimmeln oder die Pflanze an sich, also der Knoblauch oder der Zwiebel, andere Kulturen vielleicht blockiert haben. Ich dachte mir, okay, machst du einfach raus. Aber ich habe jetzt vor einigen Wochen die Knoblauch und die Zwiebelpflanzen, das obere, das Grün, umgeknickt, damit sie noch mehr Kraft in die Knollen reingehen, damit sie noch in den letzten Wochen, jetzt kurz vor der Ernte, so Mitte Juni bis Anfang August bei den Zwiebeln, dass sie so richtig schöne Knollen bekommen, weil in den letzten Wochen können sie noch mal einen ordentlichen Wachstumsschub bekommen. Erntereif sind dann die Knoblauch und auch die Zwiebeln, wenn halt ein Großteil vom Laub oben abgetrocknet ist, wenn halt ungefähr 2/3 verwelkt ist. Wichtig beim Knoblauch, halt dir immer die entsprechende Menge an Knollen zurück, damit du auch wieder im Herbst stecken kannst. Und wenn du jetzt eine etwas größere Menge hast und möchtest die auch für mehrere Monate lagern, die erstmal antrocknen lassen, nicht abwaschen, die Erde da dran lassen, weil die ein bisschen konservierend wirkt, die erstmal. Und dann kannst du schöne Zöpfchen aus dem verwelkten Grün machen und sie dann irgendwo hinhängen. Dann hast du einen schönen Vorrat an Zwiebel, Knollen und Knoblauch. Wobei es bei mir wirklich nie zu dieser Lagerform kommt, weil ich erstens nicht so große Mengen habe, dass ich das machen müsste, weil ich einen Großteil ja verkaufe. Sogar versende im Paket, das mache ich auch. Also ich verkaufe auch Zucchini, Knoblauch und alles Mögliche. So Boxen für unterwegs. Schnell im Ernterausch und bei der ganzen Arbeit, die im Hochsommer ansteht, kann man das auch mal vergessen für den Winter vorzusorgen, die weitere Aussaaten zu machen, damit du halt durchgehend ernten kannst, auch den Winter hinein, sogar den Winter hindurch. Da hätte ich reinzeigen müssen. Denk jetzt schon mal im Juli daran, welches Wintergemüse du aussehen möchtest. Rosenkohl, Grünkohl, Salate wie zum Beispiel den Endiviensalat, den man dann im Herbst ernten kann, Zuckerhut, Chicorée. Wenn du jetzt schon deine Kartoffeln ernten konntest, weil du jetzt sehr frühe Sorten angebaut hast, wie zum Beispiel die Annabelle, dann kannst du als Nachkultur zum Beispiel nochmal eine Ladung Bohnen aussehen. Wunderbare Buschbohnen, die jetzt auch noch schnell wachsen werden. Oder Radieschen, einen schwarzen, runden Radi oder auch wenn du es etwas anspruchsvoller haben möchtest, diesen langen, weißen Rettich. Rote Beete würde auch noch gehen, wird dann vielleicht nicht mehr so eine ganz große Knolle, wie wenn du den jetzt im April ausgesät hättest, aber immer noch möglich. Vielleicht hat das schon eine Partie vorgezogene Sommersalate, die du dann auch schon reinsetzen kannst, wie zum Beispiel den Batavia als Nachkultur für die Kartoffeln. Und da kannst du jetzt auch schon wieder eine neue Ladung wieder aussehen, die du dann vielleicht im August, September raussetzen kannst. Batavia
ist wirklich eine wunderbare Sorte. Hin und wieder kann es mal vorkommen, dass auch bei mir ein paar Pflanzen schwächeln, weil vielleicht der Boden noch nicht in den Stellen so gut aufgebaut ist. Und was mache ich dann mit diesen schwächlichen Pflanzen? Mit was dünge ich denn? Für mich ist es ja sehr wichtig, einen fruchtbaren Boden aufzubauen, und deshalb ist das Mulchen ein wesentlicher Bestandteil, welches auch als Langzeitdünger gilt. Und jetzt im Sommer, viele tun ja Rasenmähen, wird auch sehr viel Grasschnitt anfallen. Und das ist auch ein Hauptmulch, den ich nutze. Grasschnitt mit den Küchenreste, den ich ja dann verteile, und gucke dann, dass ich den zum Beispiel mit effektiven Mikroorganismen aktiviere. Meine ich einfach deshalb, dass halt die Bakterien anfangen, das zu zersetzen, damit die Pflanzen die ganzen Nährstoffe zur Verfügung gestellt bekommen von den Bakterien, damit die halt hier einen guten Wachstumsschub bekommen. Dauert vielleicht ein bisschen, wenn man jetzt etwas schneller eine Wirkung haben möchte, kann man verschiedene Jauchen nutzen. Oder was ich sehr gerne mache, ist halt Reste von meinem Saft an den Pflanzen geben oder einfach gucken, wenn halt jetzt zum Beispiel bei uns das Regenwasser wieder ein bisschen grüner wird, weil halt dann Bakterien und Algen und sowas mit drin sind, dass ich ja dann versuche, dass ich damit den Pflanzen gieße, also dieses Protoplasma, damit sie ja dann direkt die Bakterien und die Nährstoffe übers Wasser zugefügt bekommen. Bakterien bringen die Nährstoffe in die Pflanzen. Aber diese Flüssigdünger würde ich nur so lange als Mittel nutzen, bis ich halt einen guten, fruchtbaren Boden über die Jahre aufgebaut habe. Das waren anstrengende letzte 6 Jahre. Dampfiges Wetter. Und ich schwitze ordentlich bei diesem spontanen Video. Ich werde euch jetzt noch ein paar Eindrücke mit ein bisschen Musik zurücklassen. Hab zum Beispiel sehr schön Brokkoli ernten können. Meine Kunden haben sich wirklich darüber gefreut. So ein schönen Brokkoli. Dann verabschiede ich mich schon mal. Daumen nach oben hinterlassen. Gerne auch was für die Kommentare, für den Algorithmus. Und viel Spaß bei den Impressionen.